Alter. Zack. Und weiter geht's. Mit dem kleinen Fisch rausprügeln auf den winzig kleinen Bollo-Routen. Heute auf Laube, denn der Weißlachs läuft. Was braucht man für Weißlachs? Feiste Lauben. Also einpacken, raus damit und das Glück versuchen, dass man hier auch ein paar schöne Lauben fängt. Das Setup ist ähnlich wie beim letzten Video. Ich verlinke das direkt nochmal oben. Das letzte Video zum Froschangeln an der alten Festung. Also wir sind... Ach, und da ist er schon wieder dran, der Frosch. Zack. Ha. Hier können wir ja beides fangen. Oh, da ist noch was dran. Okay, der ist abgehauen und da ist noch was dran. Auch abgehauen. Ja, super. So der Klassiker beim Posenangeln mit drei Posen. Da ist schon wieder was dran. Ja, ist aber gehakt. Sehr schön. Das ist halt das Schöne mit den Bollos. Einfach nur eben einkurbeln und in der Regel hakt es dann auch. So, schnell wieder alles auswerfen in Position. Es ist ein bisschen windig hier. Das merkt man. Das heißt, die fliegen so ein bisschen kreuz und quer. Die drei Bollos, die drei Posen. Ich bin ja auch hier mit diesem ganz feinen kleinen Federkiel nur. 18er Haken. Zack und schon wieder gehakt. So soll das. 20er kleine Laube. Die können wir dann gleich verkaufen. Und die anderen Lauben werden alle schön verhacktstückt zu Ködern. Und da geht es auch schon wieder los hier. Sehr gut, ey. Und da ist noch einer dran. Zack, die war eher fertig. Hat aber nicht gehakt. Direkt wieder locker lassen. Hier war auch noch was dran, ne? Jawohl. Und auf der 3 ist auch was dran. Schnell auf der 3. Kriegen wir nicht mehr. Lassen wir direkt wieder runter. Das ist ja schon fast stressig mit der Laube. Vielleicht gehe ich auf 2 zurück. Hier, da ist doch noch was dran, oder? Da ist doch was dran. Oder ist es der Wind? Doch, ist was dran. Ja, Laube ist natürlich auch wieder geil, ist natürlich ein wichtiger Köder als Anfänger, wenn du hier mit der Stippe zum Beispiel stehst. Guter Köder, kann man gut Silber mitmachen, man kann Kaffeeaufträge mit absolvieren. Lohnt sich immer wieder. Gerade als Anfänger, wenn man sich irgendwie noch keine Fliegen leisten kann oder es sind keine günstig zu kaufen, einfach mal mit der Laube auch mit Perlengraupenbrei hinstellen. Perlengraupenbrei, Zuckmücke, funktioniert super. Hier auch die Bremse als Alternative, kann man auch durchaus nutzen. Gerade hier am Windenbach ist das auch alles nicht so super anfällig oder sind die nicht so wählerisch, kann man vielleicht sagen. Wie gesagt, gerade mit den ersten Ködern, die man ja auch selber herstellen kann, diesen Perlengraupenbrei, durchaus mal testen, lübt wirklich auch ganz gut. Man muss hier nicht als Anfänger dann die teuren Fliegen kaufen, sondern kann dann auch hier billig reingehen. Und das Schöne ist, man fängt auch noch andere Sachen. Gerade im Anfangsbereich ist es ja wurscht. Hauptsache du fängst. Rotaugen mitnehmen, alles mitnehmen. Zack! War ja wohl klar, oder? Laubentrophys mitnehmen, ballern regelmäßig rein. Alter, lübt die Laube. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Nehmen wir gerne mit. Also ist es tatsächlich nicht so selten, dass man Lauben-Trophys fängt. Vor allem, wenn man mit einem etwas größeren Setup hier ran ist. Gucken wir mal kurz rein. In dem Fall war es jetzt hier Doppelköderfliege. Muss man absolut nicht machen. Und 18er Haken. Das ist für mich immer so ein bisschen ausschlaggebend, wenn man die Brocken haben will, dann den 18er Haken. Man kann natürlich mit dem 24er Haken rein oder mit dem 22er und 20er, aber für mich ist 18er der wichtigste Laubenhaken. Nicht nur, weil halt die Trophys auch eher mal reinballern, sondern weil das Durchschnittsgewicht der Brocken deutlich höher ist. Zack, da ist schon wieder was dran. Zu spät. Das Durchschnittsgewicht ist deutlich höher und wir brauchen ja für die Lauben 50 Gramm. Ne, wo war's? Hier im Infofeldchen ist es, ne? Ah, genau. Der Punkt ist, man muss es rausnehmen, dann sieht man es erst. 40 Gramm bis 70 Gramm. So, dann kann man die Laube wieder reintun. Genau, das stand halt sonst immer da und jetzt sind die Lauben ja automatisch schon drin, was wirklich sehr gut ist. Aber dadurch muss man dann halt
den Fisch erstmal wieder rausnehmen und dann sieht man das Gewicht. 40 bis 70 Gramm ist also das Verhackstückgewicht für Lauben und die wollen wir haben und die kriegen wir eben deutlich besser, wenn wir hier größere Haken dran haben. Und da zieht auch schon wieder was ab. Auch schon wieder abgezogen. Na, 48, naja. Jetzt trollen sie einen so ein bisschen. Hier ist auch noch was dran. Ja, komm ran. 103, Alter. Naja, auch die dicken Brocken ballern rein, ne? Aber so soll das. Und zack, der nächste. Perfekt. Und wir haben gar nicht viel Wartezeit hier. Können jetzt hier also perfekt durchziehen, ein nach dem anderen. Tiefe natürlich wie immer 17 cm Tiefe nur eingestellt bei der Pose. Ganz flach unter der Oberfläche. Und dann gib ihm. Zu den Routen, ne, das sind hier die leichtesten, billigsten Bolognese-Routen, die es gibt. Man kann sich natürlich hier auch einfach mit der Stippe hinstellen. Ganz easy. Ich liebe es hier einfach mit diesen Bolo-Routen, weil man eben eine Schnur oder eine Rolle halt drauf hat. Ich verwende die fast wie Stippen, aber man hat eben diesen Vorteil, dass man eben noch die Rolle drauf hat. Alter, das ist doch ein Raketenfrosch. Alter, wie weit der weg war. Krass. Ist das der Hammer, wie schnell die abziehen können, ey. Und der nächste versaut. Schön alle drei nacheinander. Nicht gehakt. Ja, das ist der Punkt. Wenn man eben drei Routen hat, dann passiert das häufig. Man lässt sich halt von der einen Route irgendwie ablenken. Und in der gleichen Zeit, wo man gerade greift, beißen die anderen. Katastrophe. Ich sag mal, besser ist es eigentlich mit zwei Routen und dann versuchen, jeden dann auch gezielt zu haken. Wobei mit drei Routen kann man das Glück haben, dass man eben auch zack, 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 alle drei nacheinander in voller Action hat und beißen oder rausziehen kann. Ja, das ist auch gar nicht so schlecht. Schmeckt bisher. Frösche sind hier. Lauben sind hier. Kann man machen. Wo sind wir denn hier eigentlich? Wir sind hier am Windenbach natürlich. Hier oben am Seitenarm. Schön kurz vor dem 2-Meter-Loch sozusagen hier. Genau, das ist hier die Position direkt neben dem Busch und hier in der Nähe von den Seerosen. Man kann vielleicht sogar noch ein bisschen weiter auswerfen, wenn man nur auf Laube aus ist. Das funktioniert auch. Guck mal, hier auf der 1 und auf der 3 zuppelt es jetzt gerade wieder. Und das heißt, jetzt gleich wieder zupacken. Einholgeschwindigkeit auf 50. Maximale Einholgeschwindigkeit. Jetzt werfe ich mal ein bisschen weiter aus. Zack, auf der 3. Nicht gehakt, zu spät. Auch hier werfe ich nochmal ein bisschen weiter aus. Dass wir hier gezielt nochmal ein bisschen mehr die Lauben bekommen können. Und dann kann es ja theoretisch wieder auf Weißlachs gehen, ne? Wobei, ich habe den Lümmel ja endlich abgehakt. So richtig gierig bin ich da nicht mehr drauf. Aber wenn ihr noch Bock habt auf Weißlachs, Anne Achthuber, weiter unten im Süden, da soll es dann wieder laufen. Zack, der nächste hier. Und auch wieder gehakt. Das ist einfach so cool, ne? Du stehst einfach hier, du musst gar nicht wild rumzuppeln, sondern einfach nur Einholgeschwindigkeit 50, Shift drücken, linke Maustaste, einfach nur einkurbeln und schon hakt das quasi von allein. Sehr, sehr, sehr cool sowas. So, und da zuppelt's wieder. Na, zu spät, zu früh. Ich weiß es nicht. Passiert natürlich auch, ähnlich wie an den Stippen, dass es mal nicht hakt, kann man einfach nicht weiter beeinflussen. Ansonsten immer gucken, nicht so viel Schnur auf dem Wasser. Und in dem Moment, wo es dann halt richtig schön runter geht, zuschlagen. Ähnlich wie mit der Stippe, macht eigentlich nicht den großen Unterschied. Auch noch gekriegt, sehr schön. Und es lübt und es lübt. Ja, wie gesagt, also mit drei Routen kann es schon wirklich stressig werden. Aber wenn man hier, wie gesagt, auch als Anfänger steht und einfach nur ein paar Lauben kloppen will, es lohnt sich. Traut euch da an die Lauben. 16er Haken, den man anfangs hat, würde ich, glaube ich, nicht verwenden. Vielleicht so für den Notfall. Es ist aber schon ziemlich schwierig, dass da was dann reingeht. Die sind dann doch zu groß und besser für die Haseln zu gebrauchen. So. Aber, jawohl. 20er oder 24er Haken bis 18er Haken ist schon ideal dafür. Ja, ich zuppel jetzt hier nochmal ein bisschen weiter. Klopp mir hier jetzt nochmal ein paar Lauben raus. Das sieht doch schon alles richtig gut aus. Kann man machen. Ich würde sagen, wir gucken gleich nochmal kurz ins Café, wie das denn kohlemäßig so ist.
und ob sich das denn auch lohnt, wenn man die kleinen Fischis auch einfach nur verkaufen will. So, keine 15... Terry unterstrich Meloy Sub mit dem besten Sub. Ja, Terry Alden, das ist ja abgefahren. Gerade noch ein Follow reingeballert, jetzt direkt noch ein Sub hinterhergeschmissen und direkt ins Video reingeschmuggelt. Geil, Alden. Abgefahren. Vielen Dank für den geilen Prime-Sub. Bester Sub. Danke dir. Abgefahren. Lauben. Lauben, Alden. Ach, guck mal, der Don ist wieder drin. Guck mal, wieder auf den Don. Hier, 20 Gramm Lauben. Kurz nach Gewicht sortieren. Zack, 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Kann man machen. Verkaufen, bringt jetzt hier 20 Silber. Das ist doch schon mal top. 20 Silber dafür. Und dann gucken wir mal hier nach den anderen. Ab hier. Ist das so? Ja, ab hier bis hier. Das heißt hier, wie gesagt, keine 15 Minuten gestanden. Gut, 39 Ocken. Natürlich hier mit 10, das ist gar nicht so verkehrt. Kann man natürlich auch ganz gut machen. Hier immer schön so ein Trophies ein bisschen pushen. Mit den Lauben. Also, schmeckt. Kann man machen. Es gehen, wie gesagt, auch die Frösche rein. Die verhackstücke ich jetzt gleich alle zu Ködern. Und alles, was ich hier an Lauben herstellen kann, haue ich dann natürlich auch durch zu Köderfischen. Wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren. Vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Bis dahin.